Ja, nachdem wir jetzt den Rissverteilungsbeiwert berechnet haben, schauen wir uns jetzt die Krümmung im Zustand 1 an. Und da unterscheidet man immer Krümmung im Zustand 1 infolge Last und Kriechen und infolge Schwinden. Fangen wir an mit infolge Last und Kriechen. Wie berücksichtigen wir das Kriechen hierbei? Einfach durch ein reduziertes E-Modul. Ja, also das Kriechen wird über ein reduziertes E-Modul berücksichtigt. Wenn wir uns das Spannungs-Dehnungs-Diagramm einmal anschauen, gehen wir hier, wenn wir lineare Verteilung haben, dann wissen wir, dass wir hier ein Steigungsdreieck haben und hier ist das E-Modul, ECM, ja, als Steigung. Und wenn ich jetzt das Kriechen berücksichtige, dann habe ich eine deutlich flacher laufende Kurve. Hier haben wir dann EC effektiv. Ja? Also wir gehen hier rüber und das ist der Einfluss des Kriechens, den wir berücksichtigen. Also Abminderung des E-Moduls. Und wie wir die Krümmung bestimmen, haben wir vorhin schon gesagt. Wir rechnen einfach das Moment. Wir haben hier Krümmung M durch EI. Und jetzt ist es halt einmal unter der quasi ständigen Situation die Beanspruchung und das E-Modul ist halt EC effektiv, also das Kriechen berücksichtigt. Mal Flächenträgermoment im Zustand 1. Okay, das ist also für den Zustand 1 die Ermittlung der Krümmung für Last und Kriechen. Gut, dann fangen wir an mit EC effektiv. Das berechnet sich einfach mit ECM durch 1 plus unsere Kriechzahl, phi unendlich T0. Um diese Kriechzahl zu bestimmen, müssen wir auf jeden Fall einmal das H0 ermitteln. H0 ist 2 mal AC durch U. Skizzieren wir nochmal den Querschnitt hier auf. Wo die Fläche ist klar, wie wir die bestimmen. Das ist einfach Platte plus den Steg. Die Platte ist 180 mal 22, der Steg 25 mal 38. Wie bestimmt man das U? Für das U schauen wir, was hier der Luft quasi ausgesetzt ist. Ja, das sind diese Länge, müssen wir bestimmen. Ja, wir schneiden das ja hier ab. Da geht die Deckenplatte ja noch weiter links und rechts. So, das heißt, wir haben zweimal die gesamte Länge hier, also zweimal das B effektiv und zweimal die Höhe des Steges. Und dann steht da zweimal 180 plus zweimal 38. Kommt raus 22,52 cm, also 225,2 mm. Jetzt brauchen wir dieses Diagramm hier. Wir haben relative Luftfeuchtigkeit von 50%. Wie gehen wir jetzt hier vor? Das Erste, was wir machen, ist, wir sagen, nach wie vielen Tagen wird denn belastet? Wir gehen immer von 28 Tagen aus. Und jetzt bilden wir hier eine Sekante. Das kann man jetzt nicht so wirklich erkennen, weil wir die Sekante zwischen diesem und diesem Punkt bilden. Das sieht also fast aus wie die Tangente. Okay, das machen wir zum einen. Und dann müssen wir jetzt hier in dem rechten Diagramm mit 225,2 reingehen. Also hier ist ja ungefähr 200, dann haben wir hier ungefähr 225,2. Und wir gehen bis zu dem
Beton, das ist hier ein C3037. Also hier C3037 und treffen wir hier drauf. Das heißt, wir gehen von hier rüber und den Schnittpunkt, den brauchen wir. Hier ist der Schnittpunkt und von diesem Schnittpunkt gehen wir jetzt hier runter. Farbe. Und lesen dann ungefähr 2,3 ab. Und damit ist unser Endkriechzahl 4 unendlich 28 Tage, 2,3. In der Klausur, wenn Sie da jetzt 2,2 oder 2,4 ablesen, vollkommen in Ordnung. Nur nicht 3,0, ja? Gut, dann EC effektiv ist unser E-Modul für ein C3037, da lesen wir 33.000 aus, durch 1 plus 4 unendlich 28 Tage, also 2,3, kommt 10.000 raus. Und dann können wir mit dem effektiven E-Modul und das gegebene Flächenträgermoment und das schon berechnete MED-Perm können wir dann die Krümmung bestimmen. Das ist dann 1 durch R für Last und Kriechen. Moment ist 0,131 Meganewton Meter. EC effektiv 10.000. Und das Flächenträgermoment, das hatten wir hier gegeben mit 964.000 Zentimeter hoch 4. In Meter sind es dann 0,00964. Und wir kriegen raus 1,36 mal 10 hoch minus 3, 1 pro Meter. Das ist also die Krümmung infolge Last und Kriechen. Jetzt gucken wir die Krümmung infolge Schwinden an. Okay, wie groß ist die Stahlkraft für Schwinden? Wie kann man aus der Schwinddehnung eine Stahlkraft bestimmen? Ja, wir haben Dehnung infolge Schwinden, Epsilon CS. Dehnung infolge Schwinden. Und dann kann ich ja über das Hooke'sche Gesetz daraus eine Spannung ermitteln. Also einfach Dehnung mal das E-Modul vom Stahl. Und wenn ich eine Spannung habe, kann ich daraus eine Kraft rechnen, indem ich einfach mit der Fläche multipliziere. Also mal AS. Das war die Stahlkraft. Damit kann ich dann das Moment bestimmen. Das ist ja einfach die Stahlkraft mal den Hebel an der inneren Kräfte. Also haben wir Epsilon CS mal ES mal AS mal ZS. Und damit bekomme ich dann die Krümmung. 1 durch R. Verschwinden, ja, ist immer noch m durch e mal i. Da ändert sich nichts dran. Die Krümmung ermittelt sich immer mit m durch e mal i. Jetzt können wir aber sagen, das Moment ist ja Epsilon CS mal ES mal AS mal ZS. Und dann haben wir diese Formel. Und jetzt ersetzen wir noch was. Und zwar, das haben wir auch schon mit den Rissbreiten gemacht. Wenn Alpha E ist ja mein E-Modul vom Stahl durch E-Modul vom Beton. Hier nehmen wir aber den tatsächlich effektiven E-Modul. Und statische Moment SY rechnet man ja mit AS mal ZS. Deswegen setzen wir das noch ein. Wenn wir das beides einsetzen, bekommen wir dann unsere Formel. 1 durch R. Zustand 1 verschwinden ist Epsilon CS. Wir nehmen natürlich den letzten Wert des Endes vom Schwinden, also Epsilon CS unendlich, mal Alpha E. Und das ist ES durch EC effektiv. Und für AS ZS setzen wir SY ein und das Ganze durch I. Flächenträgermoment im Zustand 1. Wie gesagt, das ist dann unsere Formel für die Krümmung im Zustand 1 infolge Schwinden. Gut, Alpha E,
Können wir bestimmen. Alpha E ist einfach E-Modul vom Stahl. 200.000 durch das effektive E-Modul. Das waren hier 10.000, haben wir gerade bestimmt. Das heißt 20. Dann brauchen wir jetzt das Epsilon CS unendlich. Das setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Einmal aus dem Trocknungsschwinden. Das ist hier Epsilon CD unendlich. Das ist KH mal Epsilon CD 0. Für KH haben wir hier im Anhang eine Tabelle gegeben. Und wir sehen, um das zu bestimmen, müssen wir auf jeden Fall hier zwischen H0 200 und 300 interpolieren. Wir liegen ja hier bei H0 gleich 225,2 mm. Ja. Okay, machen wir das als erstes. KH ist gleich 0,85 plus 0,75 minus 0,85 mal 0,252 und dann kommen wir auf 0,825. Ja. Also die Differenz sind hier genau 100 Millimeter zwischen den 200 und 300. Deswegen können wir das vereinfacht hier mit 0,252 berechnen. Okay, dann haben wir Epsilon CD 0. Das lesen wir aus der Tabelle ab, die auch in der Anlage beigefügt ist. Wir haben einen C3037. Wir haben eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% und damit lesen wir 0,48 aus. Und damit bekommen wir ein Epsilon CD unendlich von 0,825 mal 0,48, also 0,396 Promille. Und das ist, wie gesagt, das Trocknungsschwinden. Ja? Schreiben wir das vielleicht noch dazu. Trocknungsschwinddehnung. Okay, und dann gibt es noch das autogene Schwinden oder die Schrumpfdehnung, das ist Epsilon CA unendlich. Und da rechnen wir einfach 2,5 mal FCK minus 10 und dann mal 10 hoch minus 6. Also hier 2,5 mal FCK ist 30, nennen wir 30, 37 haben wir, minus 10 mal 10 hoch minus 6 kommen wir auf 0,05 Promille und das ist das ist eine Schrumpfdehnung. Und unsere Schwinddehnung, gesamte Schwinddehnung, ist dann einfach die Summe aus beiden. Also 0,396 plus 0,05 haben wir 0,446 Promille. Damit haben wir Epsilon CS bestimmt. Das Alpha E haben wir bestimmt. Jetzt brauchen wir noch das SY. Das Flächendrehmoment, das kennen wir ja schon. Also das statische Moment. SY ist gleich AS mal ZCS. Und dieses ZCS, das ist Abstand, Schwerpunkt zur Bewährungslage. Abstand, Schwerpunkt zur Bewährungslage. Also ZCS ist gleich ZU minus D1. Schwerpunkt nach unten, den hatten wir vorhin schon uns angeschaut, der ist 43,2. Das D1 ist laut Aufgabenstellung mit 5 cm gegeben. Also haben wir
38,2 cm. Damit können wir dann das statische Moment bestimmen, also AS 12,6 mal 10 hoch minus 4 mal ZCS in Meter 0,382, also Meter umgerechnet, kommen wir auf 4,81 mal 10 hoch minus 4 Meter hoch 3. Und damit ist dann die Krümmung fürs Schwinden einfach die Schwinddehnung haben wir 0,446 bestimmt pro Mill. Also 0,446 mal 10 hoch minus 3. Alpha E haben wir vorhin mit 20 bestimmt mal das SY. Also 4,81 mal 10 hoch minus 4 durch das Flächenträgersmoment, das ist 0,00964. Und damit haben wir eine Krümmung von 4,45 mal 10 hoch minus 4, 1 durch Meter. Und dann können wir daraus die Gesamtkrümmung bestimmen. Zustand 1. Das ist einfach die Summe von beiden. Wir haben hier oben eine Krümmung infolge Last und Kriechen von 1,36 mal 10 hoch minus 3. Und hier haben wir nochmal 4,45 mal 10 hoch minus 4 als Krümmung bestimmt. Und damit haben wir in der Summe 1,81 mal 10 hoch minus 3. 1 pro Meter. Das ist also jetzt unsere Krümmung im Zustand 1 infolge Last und Kriechen und infolge Schwinden. Jetzt kommen wir zum nächsten Aufgabenteil. Überprüfen Sie, ob die vorhandene Durchbiegung zulässig ist. Verwenden Sie für die Krümmung im Zustand 2 den Wert Kappa 2 6 mal 10 hoch minus 3 1 pro Meter und den Beiwert K gleich 0,09. Also wir haben die Krümmung im Zustand 2 schon ermittelt. Wir müssen die nicht berechnen hier in dem Beispiel. Wir gucken uns gleich noch eine andere Aufgabe an, wo wir mal die Krümmung im Zustand 2 ermitteln. Also hier haben wir die Aufgabe, die mittlere Krümmung zu bestimmen. Formel 1 durch R, also unsere Krümmung im Mittel, ist gleich der Rissverteilungsbeiwert. Mal die Krümmung im Zustand 2 plus 1 minus Rissverteilungsbeiwert mal Krümmung im Zustand 1. Gut, damit haben wir dann Rissverteilungsbeiwert, den haben wir ganz am Anfang bestimmt hier zu 94,6%, also 0,946. Also haben wir 0,946 mal die Krümmung im Zustand 2 ist hier gegeben mit 6,0. Mal 10 hoch minus 3. Und dann haben wir 1 minus den Rissverteilungsbeiwert, also 0,946 mal die Krümmung im Zustand 1 haben wir hier stehen mit 1,81 mal 10 hoch minus 3. Und damit bekommen wir 5,77 mal 10 hoch minus 3, 1 pro Meter. Das ist also unsere Krümmung unter Berücksichtigung von Zustand 1 und Zustand 2. Und mit dieser Krümmung können wir dann die Durchbiegung ermitteln. Durchbiegung rechnen wir F gleich K mal L Quadrat mal unsere Krümmung. Unsere mittlere Krümmung. Und der Wert K ist hier schon gegeben mit 0,09. Die Länge ist 7 Meter, 7,0 Quadrat, mal unsere Krümmung von 5,77 mal 10 hoch minus 3. Damit haben wir 0,0254 Meter, also 2,54 Zentimeter. Das vergleichen wir mit der maximal zulässigen Durchbiegung. Das ist L 250. Das sind hier L 700 Zentimeter durch 250. Kommen wir auf 2,8 Zentimeter zulässig. Das ist größer als F, also größer als 2,54 Zentimeter, also in Ordnung. Müssen wir keine Überhöhung, nichts machen. Okay, zum Abschluss gucken wir uns nochmal
an, was überhaupt durch Biegung, durch Hang und so weiter bedeutet. Also wenn wir jetzt den Einfeldträger, dafür wäre diese Kurve hier, versuchen wir ein bisschen schöner, das ist jetzt unser Durchhang. Wir haben das Ganze hergestellt mit einer leichten Überhöhung. Das tragen wir erstmal an. Also das hier oben, das ist die Überhöhung und das ist der Durchhang. Und der Durchhang ist zu begrenzen auf L250. Dieses Gesamtmaß, das ist meine Durchbiegung. Die Durchbiegung, die ist zu begrenzen auf L500. Jetzt kann man ja sagen, das macht ja dann gar keinen Sinn, wenn ich den Durchhang nur auf L250 begrenze, warum die Durchbiegung auf L500, die ist doch eigentlich größer, wenn ich beides zusammenrechne, Überhöhung plus Durchhang. Ja, es ist aber auch so, dass ich nicht die komplette Durchbiegung auf L500 begrenze, sondern nur die Durchbiegung, die nach Einbau der verformungsempfindlichen Trennwände erfolgt. Das heißt, dann muss ich die verformungsempfindlichen Trennwände erst halt einbauen, wenn sich eine gewisse Durchbiegung eingestellt hat. Schreiben wir das auch noch kurz dazu. Also Durchbiegung nach Einbau verformungsempfindlicher Trennwände. W kleiner gleich L500.